Hallo und willkommen zu einem neuen Event in World of Warcraft, und zwar der Rückeroberung von Knomaregan. Ich glaube, das startet hier, also ich weiß es nicht ganz genau. Wir werden das wohl herausfinden müssen. Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber hier ist auf jeden Fall eine Quest, eine Frage der Gnomenära. Und ja, hier geht es darum, dass die zurückerobert werden müssen. Und wir müssen mit Hilfe einer gnomischen Erfindung Gnome motivieren, mitzumachen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich ja wieder irgendwo Gnome-Bürger finden. Ja, genau, nehmen wir die doch hier. Stehen hier gleich so perfekt. Ja, so genauso wie mit den Trollen bei dem anderen Mal. Bloß, dass wir hier nicht so weit laufen müssen. Mit einer doppelt so großen Streitmacht zurück. Was zählt denn der jetzt? Wahrscheinlich noch nicht zu uns. So. Wo sind denn hier noch? Oh, da stehen noch zwei. Das ist gut. Haben wir die fünf. Und wir müssen die zu irgendeinem Hauptmann bringen. Wenn ich wüsste, wo der ist. Hauptmann. Okay, schauen wir nochmal nach. Bei Stahlrost-Depot. Okay, da muss man ein bisschen reiten. Das ist irgendwo unten in Canaras. Ja, nice. Die haben sogar mal Mounts. Und da geht's jetzt dort unten hin. Der Char hier ist ein bisschen verstaubt, aber das kriegt er auch noch hin. Und ich weiß auch noch so, wo Stahlrost-Sepo ist. Dafür habe ich lange genug Allianz gespielt. Jetzt sind wir gleich da. Ja, sind die Knochen noch da? Ja, okay. So, mal sehen, wo hier der Hauptmann ist. Ja, okay. Knochen haben wir abgeliefert. Wow. Kommt denn der her? Willkommen. Okay, der freut sich. Und wir dürfen irgendwelche Grundbefehle absolvieren. Und müssen zu einem Ausbildungsoffizier. Der muss ja irgendwo in der Nähe sein. Ah, hier ist er, glaube ich. Müssen wir jetzt erst mit ihm reden, oder? Okay, also immer wenn der das sagt, müssen wir das machen. So, was hat er als nächstes? Positives Denken. Jubeln. Ja, okay. Jetzt als nächstes noch mit ihm tanzen. Dann muss er uns erstmal erzählen, wieso überhaupt. Wie man den verdienten Sieg feiert. Ja, das ist ganz wichtig. Und jetzt tanzt. Krass. Was für eine höchst militärische Ausbildung. Das Salutieren kommt jetzt bestimmt gleich nochmal. Lass uns nochmal alles durchgehen. Jo. Dann fang mal an. Ja, er sagt uns also, wie anständige Soldaten auszusehen haben und dass wir salutieren müssen. Und jetzt go. Okay, da haben wir es geschafft. Jo, echt eine brutale Ausbildung. Geht das wieder ab. Und wir müssen den Schleudersitz testen. Oh ja, die gnomische Ingenieurskunst, immer ein Spaß. Funktioniert nicht ganz. haben wir mal eben die Kriegsmaschine zerstört, auch nicht so schlimm. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt müssen wir noch die Manövrierbarkeit testen. Linkes Bein. Okay. Scheint zu funktionieren. Rechtes Bein. Nochmal linkes Bein und Ausweichmanöver. Ja, komm, weich nochmal aus. Und mit dem Schleudersitz wieder raus. So, Waffensysteme. Import. Ja, dort stehen ein paar rum.
knallen ab. Oh, hat das noch ganz geklappt. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Haben eine recht geringe Reichweite, aber Hilfe können wir gar nicht reichen. Und wieder einen hochgejagt, weil es so viel Spaß macht. Seid gegrüßt! Das ist Verbrauchsware. So, was haben wir hier noch? Am Rande der Schächte. Wir müssen Pilot die Flugmaschine benutzen. Ja, was damit machen, werden wir schon herausfinden. Werft. Oh, wohin sollen wir die werfen? Um Knummerigan herumwerfen. Okay, Radial Geigatron. Achso, okay, damit wir wissen, was dort für eine Strahlung herrscht. Temperatur kann man damit auch herausfinden und es macht tolle Geräusche. Yeah! Gnomische Ingenieurskunst vom Feinsten. Wie sieht denn das aus? Yeah, das sieht doch mal cool aus. Okay, es landet zwar nicht, aber wie es fliegt, ist doch cool. Können wir noch ein paar rumwerfen. Ja, die verschwinden im Nichts. Wir sehen vielleicht sind hier auch ein paar Leuchtfackeln, die uns zeigen, wo es lang geht. Ah ja, dort. Bei den Luftschächten. Ja, das sieht mir hier nicht so... nicht so irgendwie umweltfreundlich aus. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und einen schaffen wir noch hier. Okay. Was da für ein grünes Zeug rauskommt. Wow. Dass dort Leute leben können. Hier mitten aus dem Berg kommen auch Zahnräder. Der Berg ist mutiert. Er lebt. Oh mein Gott. Und wieder zurück. Mal sehen, was der davon so hält. Friedhof. Was liegt denn hier? Okay. Dieser tote Klippenheber sah irgendwie aus wie ein gerüsteter Gnom. Ich weiß nicht. Oder Zwerg. Der hat sich dort vielleicht verirrt wegen dem Braufest, hatte etwas über den Durst getrunken und ist dann dorthin gegangen. Ja, hier ist auch das Witterrennen vom Braufest, damit die alle ihre Marken bekommen. Jetzt geben wir es mal ab. Mal sehen, was wir als nächstes machen müssen. Vielleicht erobern wir jetzt Knummerigan, ja. Welch Freude, euch zu sehen! Irgendwo muss es hier doch eine neue Quest geben. Okay. Redenschreiber. Willkommen. Abspielgerät. Okay. Nördlich von Canaros müssen wir irgendwas machen. Der Tag leuchtet schon. Ah. Das sind hier auf jeden Fall zwei. Braucht ihr Hilfe? Erzähl denen mal was. So kleine Gnomen. Ach, das ist der Anführer der Gnome und der hat es denen jetzt erzählt. Sehr cool. Okay, der nächste ist bei Canaros. Höchstpersönlich hier vom König der Gnome kriegt man da die Information. Müssen wir jetzt hier an die Bude rein. Mal schauen. Sind das die richtigen? Ja, interessant. Die richtige. Ossi-Wechselvolt. Und auch hier kriegt er seine Befehle. So, noch kleiner als sonst schon. Super. Hologramme erzählen hier die Geschichte. Und jetzt noch zu Tok Rostspross. Wo steckt der denn auf irgendeinem Kanal aus? Ja, hier werden die Fässer geworfen, aber so richtig. Okay, vielleicht steht er hier sogar schon davor. Oder eher in der Taverne. Vielleicht stand er auch weiter draußen. Ja.
vielleicht? Nein. Ein Hexenmeisterlehrer? Seit wann gibt's denn den hier? Mann, ist das lang her. Weißbord, Frostbord. Nein. Leute. Ach, hier steht er doch. Ich hab diese unwichtige Person übersehen, tut mir leid. Mit seinem komischen Schnurrbart. So. Ah, wir bleiben mal lieber in der Nähe, sonst kriegen wir das nicht. Und auch er hat seine Instruktionen erhalten. Also sind hier jetzt alle wichtigen Leute informiert, was abgeht. Und es könnte jetzt zum Angriff übergehen. Man sieht sich. Okay, Wortübermittlung. Sollen die Rede zum Hauptmann Dret Funkdrüse bringen? Ich glaube, da haben wir begonnen. Ja, genau. Wir halten den Stolz von Gnorigan, damit können wir uns bestimmt verkleiden. Und wir müssen die Flugmaschine benutzen, um zu Hochdriftler Mekatrill zu fliegen. Oh. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sand. Donnerschlag, hier. Bringt mich zu Mekatrill. Ja, erstmal absetzen, klar. Und jetzt geht's ja ab. Ja, den Stolz von Gnorigan. Da kann ich mich in einen Infanteristen aus Gnomeregan verwandeln. Schauen wir uns gleich an, wenn wir angekommen sind. Jetzt fliegen wir erstmal wieder. Wir fliegen in der alten Welt. Ja, hier sieht man schon die Veränderung. Also, wir können jetzt hier zwar nicht frei fliegen, aber bald können wir es dann irgendwann. So, geht ja echt schnell. Also das Fliegen wird das Ganze echt super vereinfachen. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass der Baumstamm dort hinten sieht aus wie eine Hand. Wow. Okay. Und, ah, da sehe ich sie doch schon. Hier geht's also zum Angriff. Auf Gnomeregan. Wow, was hat der denn für ein Schreiter? Der sieht ja mal geil aus. Hallo, willkommen in Tüftlerstadt. Yeah. Okay. Und wir müssen beim Angriff helfen. Freunde Gnomeregans. Nie mehr sollen wir Flüchtlinge sein. Verbannte, verstrahlte Sklaven. Dem Joch der Kriegsmaschine eines Wahnsinnigen unterworfen. Na ja, ich kann hier mal noch was zeigen. Und zwar, yeah, wir haben uns verwandelt. Wir sind jetzt ein Infanterist der Gnome. Haha. Mit unserem tollen Unterwasserhelm, der uns wahrscheinlich gegen die Verstrahlung schützen soll, werden wir dann angreifen. Die Musik hier. Die ist richtig geil. Die passt. Hört sich richtig so nach Operation Gnomeregan an. Weiß man direkt, was los ist. Und vorne stehen schon die Gegner. Wow, die sind ungewöhnlich stark. Stufe 80. Normalerweise war das hier ja eine Instanz für Level 30, ne? Okay. Das Ende von Thermadrats Herrschaft naht! Macht euch jetzt auf zum Sammelpunkt! Unsere Taktik, Wissenschaft, Tapferkeit und Entschlossenheit wird obsiegen! Der Angriff beginnt jeden Augenblick!